Nasser Schnee und klirrende Kälte ziehen über den Nordosten der USA. Wintersturm Herkules legt mehrere Großstädte lahm. Fast 100 Millionen Menschen sind betroffen. Tausende Flüge im Nordosten und mittleren Westen sind bereits verspätet oder gestrichen. Der Flughafen von Boston etwa wurde kurzerhand vollständig gesperrt. Gerade erst sind die Weihnachtsferien zu Ende gegangen. Schon bekommen viele Schüler wieder Schnee frei. Der Transport mit den Schulbussen wäre zu gefährlich. Schon jetzt verursachen Unfälle kilometerlange Staus. Die Behörden versuchen, das befürchtete Chaos im Berufsverkehr zu verhindern. Vorsorglich werden mehrere Hauptverkehrsstraßen geschlossen. Immerhin, die Vorbereitungen laufen mit typisch amerikanischer Gründlichkeit. Ich habe einen Schneepflug mit 9 PS, 3 Säcke Salz, 2 Schaufeln und 2 Söhne. Nicht nur Neuschnee in rauen Mengen, auch heftiger Wind mit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt kommen auf die 22 Bundesstaaten zu, für die Unwetterwarnungen gelten.